Servus Leute, willkommen zurück zu Goldzahn. Ja, ich habe mir soeben, also soeben habe ich Hunger bekommen, habe hier ein leckeres, saftiges Wiener Schnitzel neben mir stehen mit Pommes. Das Problem an der ganzen Sache ist, ich hätte es jetzt gerne gegessen, weil ich Hunger habe, aber es ist noch zu heiß. Ich habe mir soeben die Zunge und den Mund daran verbrannt. Scheiße. Deswegen dachte ich mir, okay, nehme ich zuerst ein Video Golden Sun auf und dann danach werde ich dieses Schnitzel, dieses köstliche Schnitzel verspeisen. Aber wir reden jetzt nicht über mein Schnitzel, sondern wir reden darüber, dass wir diesen Gin da unten, den da, dass wir uns den jetzt schnappen. Komm her! Er schwebt und er greift an. Merkur Gin. Alles klar. Ich muss diesen Gin schnell fertig machen. Los, alle Mann. Verbraucht meinetwegen alle eure PP. Aber macht diesen Gin kalt. Taucher? Es ist ein Pokémon, es setzt Taucher ein. Attacke auf den Gin. Verwüstet ihn. Magisches Feuer, Favorite-Technik und noch mehr Wurzeln aus dem Boden. Moment mal, ist dein Angriff jetzt so stärker? Hoppla. Zieht sich hier mal Vulkan ein. Du machst Blitzgewitter. Und dann, du machst meinetwegen... ja was? Prisma ist bestimmt dämlich, also weiter auf Plasma. Er setzt Tund rein. Au! What the fuck? Geralt, 1 KP, der berühmte 1 KP von Pokémon, ist jetzt hier übergelaufen. So, besiegt hast du davon. Na cool, Gin. Yay! Der Merkurchen Quelle folgt Geralt. Auf diesen Triumph, Moment zuerst. Meine Leute heilen, die sind alle fertig. So, Geralt ist wieder fit. Dann, wer hat noch Nüsse? Mia hat eine Nuss. Benutzen für Isaac. So, jetzt wird gespeichert, denn den Gin möchte ich doch bitte besitzen. So. Und nochmal Double Save. Man kann nie wissen, nie vorsichtig genug sein. Aber ich kann ja mal eine Pommes kosten, um zu gucken, ob die schon etwas kühler ist. Ja. Okay, die Pommes sind kühler. Sind kühler geworden. Und jetzt der Gin. Nebel. Nein. Wie ist der Quelle? Sanften Nebel stellt KP von allen her. Kann ich nicht einfach den Gin überwandern lassen? Doch, kann ich geben. So. Moment. Tauschen, geben. Also nur Geralt oder Mia können ihn haben. Moment, verbinden wir mal. Ne, verbinden wir nicht. Geben wir ihn und gucken wir mal, was da jetzt wäre. Ja gut, verbinden wir ihn mit Mia. Warum auch nicht? Yeah! So, und jetzt können wir endlich nach oben rausgehen. Denn den Gin, den haben wir jetzt in der Tasche. Ich muss das nur irgendwie abpassen, dass mein Schnitzel nicht gleich auskühlt. Ja, es sollte schon warm genug, also kühl genug sein zum Essen. Nicht, dass ich mir wieder die Zunge verbrenne, dann gäbe es hier kein Let's Play mehr. Du siehst verdächtig aus. Nee, natürlich ist da nichts drin. Kann man hier nicht so Steine untersuchen wie in Pokémon. Heilige Feder lässt nach. Da ist sowieso schon der Ausgang. Nein, es geht noch weiter. Na gut, dann werde ich noch eine Heilige Feder einsetzen. Da. So, dann werde ich mal einen kurzen Schnitt machen, meinen Schnitz setzen, bevor es auskühlt und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Bis gleich. So Leute, da bin ich wieder zurück. Ich habe... Oh, scheiße, ich habe gegen das Mikro gehauen gerade. Ich habe soeben meinen Schnitzel gegessen
Es war sehr gut, sehr schmackhaft und war vor allem noch warm genug. Die Pommes auch und jetzt bin ich voll gefressen und frisch gestärkt. Geht es jetzt wieder weiter hier mit Golden Sun? Ich gehe mal den oberen Weg entlang. Ihr Garten extrem, wow! Alles für ein Schild. Vorsicht, Steinschlag. Schlag nicht gegen die Wand, es könnten Felsen herabfallen. Ah! Ich verstehe, Indiana Jones Manier. Okay, ja, mal kurz den Weg so laufen, um mein Gefühl dafür zu bekommen. Dann gucken, was macht der Steinschlag? Ah, wir sind hier. Alles klar. Alle gefällt alles nach, ja, das habe ich irgendwie schon vermutet, deswegen bin ich ja auch gelaufen. Ich brauche für diese Aktion hier jetzt eine heilige Feder, auf jeden Fall. Denn ich muss jetzt hier gut sein. Okay, da nicht in die Sackgasse laufen. Okay. Sie Energie. Okay, los geht's. Los geht's, sagte ich. Hallo? Jetzt! Okay. Los, Beeilung! Isaac und Kumpels, rennt! What the fuck? What the... Wow, ist das schnell! Wow! Oh, das war gar nicht dicht, das war... Aber ich wäre instinktiv den richtigen Weg gegangen. Wir haben jemanden geweckt. Klingt wie so ein Drache oder so. Und ich nehme mal, da kann ich jetzt runterklettern. Ja, kann ich. Okay, sind wir hier. Eine alte Zivilisation, ein Tempel oder so. Das sieht ja schon mal nicht gut aus. Einfach so, weil ich es kann. Oh, warte. Hydros-Statue erscheint. Und ich habe mich nicht geheilt, ich Vollidiot. Okay. Was macht Nebel? Lüte gegen den Schlaf. Okay, ich muss mich erst einmal... Ich muss mich erst irgendwie schützen. Schwächt Attacke, hebt Widerstand. Mit Teamschnelligkeit. Ja, erstmal die erste Runde muss ich mich aufmotzen. So. Dann C4. Schnelligkeit steigt, alles klar. Brise. So, Widerstand steigt. Und Garrett mit Esse. Hebt den der Angriffskraft. 18 Schaden, okay, das war nicht so viel. Erstmal, ihr beide greift normal an, um zu gucken, wie viel ihr macht. Atalanta. Okay. Merkur. Ah, wir haben hier sogar noch mehr. Gott des Nordwindes. Oh, das klingt geil. Okay, hier. Dann du machst. Oh, Ramses. Geil. Ah, ich verstehe jetzt. Ich verstehe. Rechts diese Teile, also für Boreas, bräuchten wir 4 Merkur-Gins. Für Ostara bräuchten wir zum Beispiel 3 Venus-Gins. Ich verstehe, du hast einen Mars und einen Venus. Das heißt, du... Nee, kein Angriff. Eis ist schwach. Tundra. Okay, Atalanta. Himmlische Jägerin, Attacke! Bam, bam! What the fuck? Macht das Schaden? Alter! Das will ich gleich nochmal einsetzen. Das war über Damage. Ja, ouch. Wow, 40 Schaden.
Okay, du hast auch zwei von denen. Ist nicht so gut. Ich glaube, ich sollte jedem eine Einheitsfarbe geben. Einmal hier das hier. Du hast auch zwei von denen. Warum habe ich so seltsame Prinzessin der Meeresgeister? Warum habe ich so seltsame Gene-Verteilung? Das muss sich irgendwie ändern. Okay, magisches Feuer. Oh ja, die Jeans müssen sich holen, aber das war ja auch ein mega Schlag. Na gut, dann setzen wir mal, was haben wir noch? Heilwasser, ja. Sicherheitshalber heben wir uns auf. Wildwuchs und du machst keins von beiden. Tundra. 55 Schaden. Und das magische Feuer. 84, jawohl, so gefällt mir das. Ja, der muss jetzt einstecken, die Hydros-Statue. Oder sie muss jetzt einstecken, vielmehr. Schaumkrone. Autschi. Autschi vor allem. Wenn Ivan nochmal von sowas getroffen wird. Riese verbündet sich mit Ivan, okay, das ist sehr schön. Erstmal Schneidewind. Du machst den Vulkan. Ivan kann das noch nicht einsetzen. Doch, jetzt nochmal Brise und du bestenfalls heilst unsere Kollegen. Du kannst sie nicht heilen. Und der Hund nervt mich gerade. So, ich muss wem heilen? Ivan nämlich. Oh, du bist auch gleich tot. Moment, dann heile ich zuerst mit dich Ivan. Mit dich vor allem. Da kann ich nachher, wenn Isaac wieder am Zug ist, kann ich mit Isaac Mia heilen. Schneidewind! Eishorn, oh nein! 47, oh fuck you! Psy-Energie, wo ist das Heilwasser? Du hast kein Heilwasser, shit, shit, shit. Hast du Nüsse? Nee, hast du natürlich nicht. Hoppla, das wollte ich. Mars, Venus, Jupiter. Nein, das lassen wir mal. Hüllt den Gegner in den Schlaf. Ja, wird wahrscheinlich nicht so viel bringen, aber... Moment, hast du Heilungen? Nein. Aber du hast Heilkraut, das nützt mir leider nicht so viel. Stellt 500 KP wieder her. Ja, es muss jetzt sein. Nee, Moment mal, dann überlasse ich das lieber Ivan. Obwohl, der könnte jetzt... Nein, der könnte nicht draufkloppen. Er müsste zuerst sich mit Geysir ver... Nein, könnte er auch nicht. Ach, egal. Heil erstmal Mia. Und Mia, die Gute, wird... Einen Moment mal, 0 Merkurs. Bei 2 Merkurs könnte man Nareida einsetzen. Das heißt, ich müsste Sprudel und Quelle aktivieren, aber... Wenn ich Zephyr aktiviere, kann ich das wieder einsetzen. Ich weiß nicht, wie lange dieser Kampf noch dauert, das ist das Problem. Ja, dann setze ich nochmal das ein. So, Teamschnelligkeit. Das heißt, ich kann jetzt wieder die Jägerin einsetzen. Steigt um 0. Scheiße. Voll umsonst. So, das Teil lebt noch. Wow! Das Teil macht ja enormen Schaden. Ich glaube, 70 KP wieder her. Ja, für Garrett muss das jetzt sein. Statt alle PP, belebt besiegten Freund. Fläschchen für dich und du greifst ordentlich an. Du machst... Ach Mars, jetzt muss ich reinknüppeln ordentlich. Hier, schmeckt den! Bam, bam! Himmlische Jägerin, Attacke! Klingt wie eine Yu-Gi-Oh! Karte, Himmlische Jägerin. 163, sehe ich das richtig? Warum so viel Schaden? Schaumkrone, oh nein! Au, 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 au!
So. Mars Gene ist schon gebraucht. Ach egal, es jetzt mehr Venus sein. Merkur wird wahrscheinlich nicht so viel bringen. Magischer Mantel. Nein. Moment, der magische Mantel geht nur auf einen. Das ist ja doof. Jetzt setze ich Kraftblock ein, so. Heilwasser 70, 150. Da brauche ich die Heilung, glaube ich, auch. Aber auf wem? Das ist die Frage. Halte ich am besten mal selber. Und du, Heilkraut. Am besten auf dich. So, Venus greift erstmal an. 71 Schaden war ja ganz gut. So, einmal Heilung, dank der Kraftblocker. Wirkt nicht, Scheißdreck. Oh, jetzt greift er wieder an. Oh, Tundra. Esther verbündet sich mit Garrett, Brise verbündet sich mit Ivan, Zephyr verbündet sich mit Mia. Also, die Attacken werden alle wieder normalisiert. So. Ein Chin erholt sich noch. Ah. Oh, Ragnarök. Epizentrum. Massiver Schwertstreich. Okay, du hast jetzt wieder deine Erdkräfte drauf. Epizentrum muss sehr stark sein, wenn das so viel Energie braucht. Also setze ich es mal ein. Höhe. Sollte wohl gut sein. Kieselattacke. Rein, das Wasser füllt KP auf, aber auf wen? Sanfter Nebel stimmt von allen. Okay, sanfter Nebel ist wahrscheinlich besser. Yeah! Epizentrum! 74 Schaden. Scheiße, das war gar nicht mal so viel. Und Böe. Der hat Schaden gemacht. Hydrostatue besiegt. Ganz schön viele Punkte. Mia Level Up. Glücksmedaille. Das war geil. Wir haben es geschafft, Isaac. Wir haben die letzte Wasserbestie besiegt. Ich frage mich, warum Altins Wächterstatue in ein Monster verwandelt haben. Sich in ein Monster verwandelt haben. Ist das nicht eigenartig? Ja, warum bloß? Und was ist mit diesem merkwürdigen Raum am Grunde der Mine? Ja, dieser Raum nämlich. Die Wächterstatuen wurden vor langer Zeit erschaffen. Wozu sind sie da? Wozu sind sie da? Ja, wahrscheinlich für, um irgendetwas zu bewachen, Geralt. Eine Truhe. Hinter der Wächterstatue steht eine Schatzkiste. Das muss mit den Ruinen zu tun haben, die tief in der Mine vergraben sind. So muss es sein. Hey Isaac, wir sollten diese Truhe untersuchen, bevor wir gehen. Hätte ich sowieso gemacht. Auf einmal Mimik, bam. Isaac als Schwebestein. Was ist ein Schwebestein? Und ich höre, die Hunde stellen gerade was an. Aktiviert Telekinese. Na gut, dann würde ich mal sagen, dass ich aus der Mine noch rausgehe. Hoch da. So. Und dann würde ich die Party auch beenden. Wir sind sowieso gleich draußen. Heilige Feder lässt nach. Soll ich jetzt noch eine aktivieren? Soll ich? Ja, nein. Ja, nein. Nein, ja. Ja. Egal. Heilige Feder! Thank you very much. So, dieser Felsen da liegt immer noch. Ich habe keine Ahnung, wie ich den loswerde. Altin. Ah, jetzt ist hier wieder schöne Musik. Sehr schön. Obwohl die ganzen Leute sagen, dass wir jetzt die ganzen Bestien losgeworden sind. Ist Wasser aus den Körpern dieser Kreatur gespritzt, als du sie erschlagen hast? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Möglich, wie konnten sie dann so viel Wasser sparen? Wenn die Mine wieder offen ist, kommen schon bald auf die Beine oder so. Ja, das warst du, alter Mann. Danke, dass du die Statue in der Mine besiegt hast.
Man hat bereits begonnen, den oberen Teil des Bergs zu bearbeiten, aber die Leute scheinen noch Angst davor zu haben, tiefer vorzudringen. Weg da. So, was ist los mit euch? Nein. Ja, Berg. Ich glaube, ich sollte doch trotzdem noch mit einem quatschen, aber ich weiß auch nicht. Weg da, du stehst im Weg. Danke. Gehen wir mal raus. Bergpfad. Mein Wachstum, dann darüber, dann hierüber. Achso, das ist wieder derselbe Text, aber irgendwie müssen wir darüber können. Die Frage ist nur wie. Ich glaube, ich habe in dieser Stadt doch noch nicht alles erledigt. Was soll's, da gucken wir uns beim nächsten Mal weiter um. Ich würde sagen, das war Golden Sun für heute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir hier noch mit allen Leuten in der Stadt quatschen. Bis zum nächsten Mal, pfiat euch.